Ein 9-Euro-Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr. Das soll im Sommer 2022 eingeführt werden. Was halten die HannoveranerInnen davon? Habe ich gerade eben erst mitbekommen und finde ich gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Also ich würde es mir direkt kaufen. Grundsätzlich ist es gut. Und die Frage ist noch, ich weiß nicht, ist das eher was für Jugendliche interessant? Wer nutzt das? Wer soll das denn nutzen? Eigentlich, das ist eine gute Idee, aber müssen die immer so machen, nicht für einmal. Im Prinzip gut, aber ich glaube nicht, dass das langfristig was bringt. Finde ich gut. Ich finde es richtig, dass man den Nahverkehr unterstützt und fördert. Und ich kann mir vorstellen, das auch zu nutzen. Das 9-Euro-Ticket hat seinen Sinn verfehlt. Normalerweise müsste man das umsonst machen. Also ich finde es gut, dass es eingeführt werden soll. Ich finde, es könnte aber auch noch weniger werden, ganz ehrlich. Einfach weil wir versuchen wollen, klimafreundlicher zu werden. Ein Gedanke war, ob ich ein Auto kaufe, aber mit Benzin jetzt ist es so plötzlich so schnell passiert. Dachte, nein, warte ich noch ein bisschen und jetzt ist noch eine Überraschung und noch ein Geschenk für mich, finde ich. Ja? Und ich habe gedacht, nein, ich brauche kein Auto. Ne? Ich zahle im Monat, ich glaube, über 50 Euro sind das für ein Monatsticket. Und da würde ich doch dann eher das 9-Euro-Ticket in Anspruch nehmen. Ich habe eine Monatkarte, aber das ist teuer. Natürlich, wenn es jetzt 9 Euro, das ist gut. Ich habe kein Auto, deshalb ja, ist das schon dann meine Möglichkeit. Und in der Stadt manchmal Bus oder U-Bahn oder so, ja. Mein Sohn hat Auto und Sprit ist ganz teuer. Mir reicht mein Fahrrad eigentlich und ansonsten benutze ich halt gerne die Bahn, wenn sie denn dann mal bezahlbar ist. Ja, sie war klar.